Direkt bei Übelbach, im Herzen der Natur und am Fuße der Kleinalm, lagert der wichtigste Rohstoff für die Fensterherstellung des Traditionsunternehmens Gaulhofer. Mit einer Länge von 4 Metern und einer Stärke von 28 Millimetern warten hier tausende Kubikmeter Massivholzlamellen auf die Weiterverarbeitung. Der riesige Holzlagerplatz liegt direkt neben den Werkshallen. Dort wird der Rohstoff zu Fenstern und Türen verarbeitet. Seit mehr als 90 Jahren produziert Gaulhofer Fenster. Jede erdenkliche Form und jedes gewünschte Maß wird geliefert. Handwerkliche Tradition, hochentwickelte Fertigungstechnologie, die hauseigene Forschung und die Entwicklung garantieren dies. Beginnen wir bei der Anlieferung des Rohmaterials. Ausgewählte Holzhersteller liefern im Jahr an die 12.000 Kubikmeter ausschließlich österreichisches Holz an. Die Lamellen werden daraufhin stichprobenartig auf Schäden und Fehler kontrolliert. Die Ausscheidungsgründe können vielfältig sein. Nicht jede Lamelle erfüllt die Qualitätsansprüche. Das Holz bleibt zur natürlichen Trocknung zwischen 1 und 4 Monate auf dem Holzlagerplatz liegen. Erst danach darf es dann in eine von 3 klimagesteuerten Trockenkammern. Hier wird das wertvolle Rohmaterial 5 bis 10 Tage bei ca. 50 Grad Celsius auf einheitliche 13% Feuchtigkeit getrocknet. Damit das Holz nach der Verarbeitung seine schöne Form ein Leben lang beibehält, ruht es danach noch 5 bis 10 Tage in einer klimatisierten Trockenhalle. Damit wird verhindert, dass es zu Rissbildungen beim fertigen Produkt kommt. In der Trockenhalle darf sich das Holz das letzte Mal ausrasten, bevor es wirklich ernst wird. Hier wartet auf die Holzlamellen eine weitere strenge Aussortierung. Qualifizierte Fachkräfte markieren Äste, Risse, Harzgallen und andere Fehler, die von den nachfolgenden Kappsägen vollautomatisch erkannt und herausgeschnitten werden. Die zugeschnittenen und gehobelten Lamellen werden im nächsten Produktionsschritt nach Größe ausgeworfen, noch einmal kontrolliert und schließlich geordnet. Damit aus jeweils 3 Lamellen ein Kantel wird, fehlt nur noch der Leim. Die Magazine werden händisch bestückt. Die Lamellen durchlaufen die Verleimstation und werden dann in einem langsam drehenden Sternrotor, je nach Holzart, zwischen 25 und 40 Minuten miteinander verpresst. Anschließend sorgen Mitarbeiterinnen dafür, dass den Kollegen im Kantellager die Arbeit nie ausgeht. Nach einer kurzen Reise mit dem Stapler geht es in das Kantellager, wo abertausende Bauteile in bester Qualität auf ihre Weiterverarbeitung warten. Hier werden die bereitgestellten Kanteln nach Holzart, Einsatzbereich und Länge in unterschiedlichen Hochregalen gelagert. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt jeder weitere Produktionsschritt auftragsbezogen. Damit alles nach Plan verläuft, kommissionieren Mitarbeiter die erforderlichen Teile in einem Trolley. Das Kantellager bildet die Pforte zur Einzelteilfertigung. Jedes Kantel wird entsprechend der Kommissionierliste aus einem exakt festgelegten Fach des Trolleys auf den Weg gebracht. Die 2 nachfolgenden, vollautomatischen Fertigungsstraßen wissen ganz genau, zu welchen Kunden welches Kantel gehört und welche Fertigungsschritte darauf angewendet werden müssen. Hier am Anfang der Einzelteilfertigung beginnt die abenteuerliche Fahrt des Kantels durch die bewegte, vielfältige und beeindruckende Welt der Bearbeitungszentren. Was auf diesen Straßen fährt, ist ausgewählte Qualität aus österreichischen Wäldern und ausschließlich Fichte und Alpenlärche. Jedes Kantel wird von Computern gesteuert, zerr- und beschnitten, gefräst, gebohrt, profiliert, gehobelt und geschlitzt, gereinigt, immer wieder streng kontrolliert und überwacht. Unabhängig davon, ob es ursprünglich aus einem Sägewerk in Salzburg, Kärnten oder der Steiermark stammt, jedes Kantel wird das Werk als Teil eines Gaulhofer Qualitätsproduktes verlassen.
Ende dieses schwindelerregenden Arbeitsganges werden die Eckverbindungen auf beiden Seiten beleimt und die Einzelteile zu ganzen Flügeln oder Rahmen verpresst. Nach einer kurzen Ruhezeit von 1 bis 2 Stunden geht es weiter zu einer Station, die für die dauerhafte Schönheit der Produkte ganz entscheidend ist, der Oberflächenbearbeitung. Zunächst werden die sorgsam vorbereiteten Teile geflutet, das heißt zuerst imprägniert und dann in den Farben Sonnengelb, Natur, Nuss oder mit Kompaktlasur grundiert. Nach kurzer Trocknung werden die Rahmen geschliffen und nachbearbeitet. Zur Sicherung der hohen Lebensdauer werden schließlich eine hochwertige Hirnholzversiegelung und der Fugenschutz aufgebracht. 2 vollautomatische Endbeschichtungsanlagen garantieren eine perfekte Oberflächenveredelung. Der Kunde kann zwischen lasierender und deckender Beschichtung in unterschiedlichen Farbtönen auswählen. Bis zu 800 Rahmen pro Tag bekommen an dieser Stelle ihre endgültige Farbe oder Lasur. Bevor das fertige Fenster das Licht der Welt erblickt, muss es noch die Montage durchlaufen. Hier arbeiten hochqualifizierte Teams mit klangvollen Namen wie Teak, Tanne, Birne oder Apfel. Mehrere parallel arbeitende Fertigungslinien garantieren, dass jeder Kunde zeitgerecht seine bestellten Produkte bekommt. Jetzt fehlen noch die vielen für die perfekte Funktion des Fensters notwendigen Details, Beschläge, Scharniere und Dichtungen, die bei Gaulhofer natürlich in Handarbeit montiert werden. Hier werden die dauerelastischen Dichtungen in den 3 Ebenen der Fensterflügel befestigt. In einem der letzten Arbeitsschritte gilt es, die Gläser richtig einzusetzen und die Glasleisten zu montieren. Auf das Silikonieren mit dem dauerelastischen und UV-beständigen Spezialsilikon werden Fachkräfte intensiv geschult. Die Schönheit der Silikonfuge wird durch händisches Abziehen gewährleistet. Das fertige Fenster ist zur Verladung bereit. Das Verladen der Produkte ist eine logistische Herausforderung, denn jeder Kunde möchte seine Fenster auf schnellstem Weg erhalten. Das gilt auch für die Kunststofffenster, die über Nacht aus dem Gaulhofer Werk in Vorarlberg angeliefert wurden. Von Holz über Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu bis zu Glaslein, die einen bis zu 10% höheren Glasanteil als herkömmliche Fenster haben. Das gesamte breit gestreute Gaulhofer-Sortiment begibt sich nun auf den Weg zu den Kunden. Ein Fuhrpark mit eigenen LKW stellt die mit so viel Sorgfalt gefertigten Produkte dem Kunden direkt zu. Und an der Lieferadresse gibt es dann gleichzeitig wieder den direkten Kontakt zum Endkunden. Seit der Gründung der Gaulhofer Bau- und Möbeltischlerei im Jahr 1919 steht der Kunde immer im Mittelpunkt des Unternehmens. Innovative Qualitätsfenster und Türen. Ein Erfolgsgarant in der Vergangenheit und für die Zukunft. Gaulhofer. Fenster für Visionäre.